Es gibt Jogging für den Körper, Gehirnjogging und natürlich Gefühle, Seelenjogging. Menschen wollen sich also verbessern an Körper, Verstand und Seele. Eine Frage ist, warum? Für Körper, Verstand und Seele gibt es Trainingsmethoden, Kurse und Bewältigungsstrategien, Überwindungsstrategien. Und so hat man, denkt sich Mensch vielleicht, die Kontrolle darüber, dass man an sein vorgestecktes Ziel kommt oder herauskommt aus seinen Problemen, dass man dann weniger oder jetzt eben viel mehr die Kontrolle darüber hat, dass das auch so kontrolliert bleibt. In einer Fabel gibt es einen Hasen, der eine langsame Schildkröte verhöhnt, die sich dem Hasen zu einem Wettrennen stellt. Da der Hase sehr schnell weit vorgedrungen ist, entscheidet er sich für eine Schlafenpause. Doch nach seinem Erwachen bemerkt er, dass die langsame Schildkröte das Rennen gewonnen hat. Wir sind irgendwie geprägt von Dichtern und Denkern und deswegen, bei dieser Geschichte auch von der Schildkröte und dem Hasen, kommen wir auf ein Erkenntnisergebnis, das aber eben nur scheinbar uns etwas gibt. Aber hier wird Moral aufgezeigt. Was uns nicht aufgezeigt wird, ist, oder anders gesagt, Schildkröte, warum hast du dich überhaupt auf das Rennen eingelassen? Oder ich schaue mir das Gespräch an zwischen dem Teufel und Jesus. War es wirklich ein Austauschgespräch, um Recht zu haben, um irgendeinen Sieg zu erreichen? Die Versuchung Jesus, eine Episode, die in den drei synoptischen Evangelien des Neuen Testaments erwähnt wird. Jesus von Nazareth fastet allein in der Wüste und widersteht dabei den Versuchungen des Teufels, die ihn heimsuchen. Schnelle Dichter- und Denkermoralantwort heißt hier oft: Ja, Jesus hat gewonnen mit dem Wort Gottes. Nein, hat er nicht. Auf jeden Fall nicht mit dem Zitieren vom geschriebenen Wort Gottes. Er hat aus einem ganz anderen Grund in der Situation gestanden. Und genauso bei der Fabel um die Schildkröte. Sie begegnete dem Hasen und der Hase erzählt irgendwas, versucht sie zu reizen. Hätte sie ihm antworten müssen? Wie gesagt. Menschen trainieren in allen drei Lebensbereichen, also Körper, Seele, Verstand. Mensch erarbeitet sich also ein planmäßiges Verfahren, um in bestimmten Situationen neu zu reagieren, anders zu denken, Gefühle zu steuern. Durch das Wiederholen oder sich Vorstellen von bestimmten Handlungsabläufen oder das körperliche Trainieren oder durch das Aneignen und Trainieren von gedanklichen Aufgaben. Sei es, dass man Prognosetraining macht, um seine Kompetenzerwartungen zu regulieren, oder man versucht, sich durch Selbstgesprächsregulation seine Angst und Zweifel zu überwinden, oder wie im Sport durch Aufmerksamkeitsregulation, Fixierung, Moral. Hätte Jesus dem Teufel antworten müssen? Wenn man mal liest, sieht man, dass Jesu Antwort nie eine Antwort auf die Frage des Teufels war, sondern Jesu Antwort war die Darstellung seiner Gottheit, die der Teufel leugnete. Warum fühlte sich die Schildkröte überhaupt herausgefordert? Musste sie schneller sein als der Hase? Nö, sie war eine Schildkröte und kannte die Geschwindigkeit zu ihrer Identität. Aber in Esops Fabel möchte man, und vielleicht erkennen wir es bei uns selber, Sieger über Gefühle, Körper oder Verstand sein. Die Moral der Geschichte ergibt die Überlegung zu einer Verhaltensnorm. Eine Norm für Gefühle, für den Verstand, für den Körper mit dem Ziel der Selbstregulation, damit man nicht mehr davon negativ überrannt wird. Klar, jeder, der die Geschichte von Schildkröte und Hasen kennt, stürzt sich auf den Erkenntnisgewinn, der genau deswegen in die Fabel hineingelegt wurde. Aber sei es nun in dieser Geschichte oder eben bei dem Regulieren unserer Gefühle, des Körpers, unseres Verstandes, es handelt sich in Wirklichkeit bei uns um ein Ohnmachtsproblem.
Wir wollen nicht mehr überrascht werden von unseren Ängsten, unseren Schwächen oder auch, wir wollen einfach schlauer, stärker sein. Aber dabei beschäftigen wir uns vordergründig um das Unwichtige. Wir versuchen uns zu verbessern in mehr Lieben, Körpergestaltung, Wissenserweiterung, Emotionen aushalten können. Aber nochmal, wir beschäftigen uns um das Unwichtige. Denn in Wirklichkeit geht es uns allen, wie schon bei dem Thema DDC-Frage, uns geht's allen um unsere Ohnmächtigkeit gegenüber uns selbst und andere. Jemand schrieb mir zum Thema DDC-Frage, dass ich bei meiner Besprechung auf diese Frage auch nicht geantwortet habe. Ja, die Antwort wäre nämlich nur eine Verstandesantwort. Aber wir brauchen weder Verstandesantworten, noch weniger brauchen wir die Kontrolle über unsere Gefühle oder unseren Körper mit selbstkontrollierten Methoden. Wie gesagt, es geht hier um die eigene Ohnmacht, auf die wir immer wieder stoßen. Und diese Ohnmacht ist so unkontrollierbar wie der Tag unseres Sterbens oder die Tatsächlichkeit des eigenen Haben eines Glaubens von Gott, der zweifellos ist, weil durch diesen Gott den Vater zu dem Sohn und von dem Sohn zu dem Vater hin begründet, einen Heiland kennt für Verstand, Seele und Körper.